Aufbruch in eine unbekannte Welt. Das Ziel der britischen Expedition von 1845 ist ehrgeizig. Es geht darum, einen Seeweg durch die Polarregion des amerikanischen Kontinents zu finden. Für Sir John Franklin, schon zu Lebzeiten eine Legende, würde ein Lebenstraum in Erfüllung gehen. Doch die Reise in die eisige Welt des Nordens sollte zum Albtraum werden. Und zur größten Katastrophe der Polarforschung. Rund 170 Jahre später gelingt es, endlich Licht ins Dunkel der mysteriösen Forschungsreise zu bringen. Am 19. Mai 1845 stechen zwei Dreimaster von London aus in See. 134 Seemänner folgen dem Befehl der britischen Admiralität, endlich einen direkten Seeweg vom Nordatlantik in den Nordpazifik zu finden, der seit Jahrhunderten gesuchten Nordwestpassage. Der erfahrene Expeditionsleiter Sir John Franklin würde sich für alle Zeiten in den Geschichtsbüchern des Königreichs verewigen. Und vielleicht müssten nie wieder Schiffe um Südamerika, um das gefährliche Kap Horn segeln, um in den Pazifik zu gelangen. Um viele tausend Kilometer kürzer wäre diese Route nördlich des amerikanischen Kontinents, dem heutigen Kanada. Von Westen wie von Osten war ein Teil der Nordwestpassage bereits kartografiert. Aber es fehlte ein entscheidender Abschnitt dazwischen. Die Tatsache, dass da ein weißer Fleck auf der Karte existiert, eine Terra Incognita, ist reizvoll. Aber irgendwie auch eine Beleidigung für die britische Marine. Sie wollen Linien in die Karten einzeichnen, denn Tuschellinien auf einer Karte bedeuten Macht. Es geht um Besitz, Herrschaft und Politik. All dies spielt auch heute eine Rolle in der Arktis. Aber 1845 war man darum besonders besorgt. Die zwei Dreimaster werden von je einem Kapitän geführt. Die HMS Terror leitet ein irischer Offizier mit Erfahrungen aus Reisen in die Arktis und Antarktis. Francis Crozier, 49. Und ein junger Aufsteiger in der Navy, James Fitzjames, 32, führt die HMS Erebus an. Sir John Franklin ist der Leiter der Expedition. Er ist eine Berühmtheit im viktorianischen England, bringt Erfahrungen von drei früheren Forschungsreisen in die Arktis mit. Einmal wären er und seine Mannschaft beinahe verhungert. Er soll nur deshalb überlebt haben, weil er das Leder seiner Schuhe verzehrte. Seitdem gilt er als der Mann, der seine Stiefel aß. Ein Haudegen der Navy. Sir John Franklin war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einer von zwei oder drei herausragenden Seefahrern und Kennern der Polarregion, zu Wasser und zu Land. Er war ein erstklassiger beobachtender Wissenschaftler und Mitglied der Royal Society. Er hatte wissenschaftliche Kompetenz und sich als Führungskraft bewährt. Ein Vorbehalt galt seinem Alter. Er ging auf die 60 zu, war zudem etwas übergewichtig. Aber Märsche über Land waren sowieso nicht vorgesehen. Das wusste er ebenso gut wie die Admiralität. Es ging um das Kommandieren von Schiffen, Männer zu befehligen und Forschungen zu überwachen. Und dafür gab es keinen besseren Mann. Franklin hatte eine lange und angesehene Karriere hinter sich. Er war allgemein beliebt, war überzeugter evangelikaler Christ. Und sein Führungsstil lief nach dem Motto, folgt mir und nicht, ich befehle euch. Es ist die erste Garde britischer Seefahrer, die damals aufbricht. Doch keiner von ihnen sollte jemals zurückkehren. Nach fast 170 Jahren sollen die Rätsel um Franklins Schicksal endlich gelöst werden. Taucher, Unterwasserarchäologen, Sonarexperten,
Mehrere wissenschaftliche Institutionen sind beteiligt. Es ist die größte von 6 Suchexpeditionen unter Leitung der kanadischen Regierung. Für John Geiger, einen der Forschungsleiter, ist der Aufwand gerechtfertigt. Es ist das größte Geheimnis in der Geschichte der Entdeckungsreisen. Aus historischer Sicht ist es sehr wichtig zu verstehen, was ihnen zustieß. Wäre dieses Vorhaben erfolgreich, ginge für viele der beteiligten Wissenschaftler ein Lebenstraum in Erfüllung. Dies ist eine der rätselhaftesten Episoden in der Geschichte der Entdeckungen. Und in diesem Jahr haben wir die bislang besten Chancen, endlich eines von Franklins verschollenen Schiffen zu orten. Mehr als 1,5 Jahrhunderte lang hatten unzählige Suchmannschaften erfolglos nach Überresten der Franklin-Expedition gefahndet. Mit 2 Eisbrechern, mehreren leichteren Schiffen und hochmoderner Technik ist dies die aufwendigste Suche, die jemals unternommen wurde, um die beiden verschollenen Schiffe zu finden. Jeder liebt Rätsel. Und hier haben wir das größte Rätsel in der Geschichte des 19. Jahrhunderts. Das Problem ist, es gibt für die Suchmannschaften nur wenige Informationen über Franklins Route ins Polarmeer. 12. Juli 1845. 5 Männer, vermutlich krank, verlassen an der westlichen Küste Grönlands die Mannschaft. 2 Wochen später wird Franklins Crew noch einmal von Walfängern gesehen, in den arktischen Gewässern der Baffinbucht. Danach verliert sich ihre Spur. Nach den Maßstäben dieser Epoche sind Franklins Schiffe perfekt ausgestattet. Sie besitzen Hightech des 19. Jahrhunderts, wie Dampfantrieb und Zentralheizung. Ehemalige Kanonenboote, der Rumpf verstärkt mit Eichenholz und Eisenplatten. Die Mannschaft ist handverlesen. Freiwillige mit herausragender seemännischer Erfahrung. Und keine Polarexpedition war jemals so verschwenderisch ausgestattet. Ihr Proviant ist für eine Fahrt von mehreren Jahren bemessen. Fast 62 Tonnen Mehl, rund 8000 Konservendosen mit Fleisch, Suppe und Gemüse, 3 Tonnen Tabak, 4 Tonnen Schokolade, über 4200 Liter Zitronensaft gegen den gefürchteten Skorbut. Den Expeditionsteilnehmern sollte es auf der langen Reise, die auf mindestens 2 Jahre angelegt war, an nichts mangeln. Zur Ausstattung gehörte auch eine Bibliothek mit fast 3000 Büchern. Eine größere Kabine hatte nur Franklin, die er sich mit Tonnen von Kartoffeln teilte. London. Der Historiker Hugh Lewis Jones ist auf dem Weg zum ehemaligen Sitz der britischen Admiralität. Von dort erhielt Franklin seinen Auftrag. 1845 segelt Franklin nach Norden. Er kann sich ausschließlich an Seekarten orientieren, denn einige Gebiete der Arktis sind ja auch bereits befahren worden und bekannt. Aber Franklin hat eindeutige Instruktionen. Er soll über die Grenzen der bekannten Welt hinaussegeln, dorthin, wo noch ein verlockender weißer Fleck auf der Karte ist. Männer auf hölzernen Schiffen in einer grenzenlosen Ödnis, die nach den Sternen segeln, der Gnade der Natur in all ihren Launen ausgeliefert. Ihre Seekarten waren nur ein Teil dessen, woran sie sich orientieren konnten. Ansonsten waren sie sehr allein auf weiter Flur. Mitten auf dieser Karte steht Polarmeer. Es entsteht der Eindruck, als sei hier ein großer offener Ozean. Aber die Geographen wussten, dass es hier unzählige Inseln gab. Und in diesem Labyrinth verschwindet Franklin. Ein Niemandsland im kanadisch-arktischen Archipel. Genau dorthin wagt sich die Expedition des Jahres 2014, in der Hoffnung, endlich neue Spuren zu entdecken. Durch Funde aus früherer Zeit ist bekannt, dass sich Franklins Schiffe in diesen beiden Seegebieten aufgehalten haben müssen.
Hier beginnt die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Das kanadische Verteidigungsministerium hatte den Wissenschaftlern diese Hightech-Waffe zur Verfügung gestellt. Ein spezielles Sonargerät, das den Meeresboden abgrasen soll. Ursprünglich wurde der 2 Tonnen schwere Speer dafür gebaut, Minen aufzuspüren. Ferngesteuert soll er jetzt nach Franklins Schiffen fahnden. Heute hat das Polarmeer ein anderes Gesicht als zu Franklins Zeiten. Durch den Klimawandel sind große Flächen im Sommer eisfrei. Und doch muss der erste Versuch jetzt abgebrochen werden. In der Ferne taucht ein Treibeisfeld auf. Das empfindliche Gerät könnte beschädigt werden. Nach ihrem Plan wollten sie eigentlich weiter nördlich suchen. Doch das geht jetzt nicht, weil genau dort das Packeis am dicksten ist. All dies verzögert den ambitionierten Plan der Wissenschaftler, eine Fläche von rund 1200 Quadratkilometern Meeresboden abzusuchen. Heute, wie vor 170 Jahren, bremst die Macht der Natur den Menschen aus. Im 19. Jahrhundert lässt der unbeirrbare Glaube an die Überlegenheit der Technik keinen Zweifel am Erfolg von Franklins Unternehmung aufkommen. Vorläufig jedenfalls. Sie hatten Vorräte für 3 Jahre. In den ersten beiden Jahren war es zwar beunruhigend, nichts von ihnen zu hören, aber keine Nachrichten sind auch gute Nachrichten. Doch im Winter 1847-48 begann Lady Jane, Franklins Frau, sich Sorgen zu machen. Lady Jane war fast 20 Jahre mit John Franklin verheiratet. Eine entschlossene Frau. Sie hatte ihren Mann darin bestärkt, das Kommando der Expedition zu übernehmen. Sie fühlt sich verpflichtet und überzeugt die Londoner Admiralität, 1848 einen ersten Suchtrupp loszuschicken. Aus eigenem Vermögen unterstützt sie mehrere Expeditionen, die nach ihrem Mann suchen sollten. In der Admiralität herrscht allmählich Krisenstimmung. Die Expeditionen, die sie aussenden, bestehen erst aus 2 Schiffen und bald aus einem ganzen Geschwader. Es sollten noch einmal 2 Jahre vergehen, ehe in der unendlichen Eiswüste der Arktis erste Hinweise auftauchen. Eine Suchmannschaft findet hier Kleiderfetzen und Konservendosen, die Reste eines Lagers. Und dann Gräber, eindeutig Mitglieder von Franklins Mannschaft. Woran waren sie gestorben? 1984 wollen Wissenschaftler dies herausfinden und machen dabei eine sensationelle Entdeckung. Der Permafrost hat die Leichen fast vollständig erhalten. 3 Männer im Alter zwischen 20 und 32 Jahren. In ihren Haaren und im Gewebe werden extreme Bleiwerte festgestellt. Die Wissenschaftler kommen zu dem Schluss, dass wahrscheinlich die 8000 Konserven, die Franklin im Gepäck hatte, dafür verantwortlich waren. Mitte des 19. Jahrhunderts war diese Technik noch nicht ausgereift und führte vermutlich zu einer allmählichen Vergiftung der Mannschaft. Denn ihre Nahrung aus Fleisch, Suppe und Gemüse befand sich in Zinndosen, die von innen mit einer Lötmasse aus Blei abgedichtet waren. Dieses Blei führt zu Verwirrtheit und es kommt auch zu einer Vergiftung. Weil aber nicht genügend Blei im Körper angereichert wird, ist es nicht tödlich. Unter anderem führt eine chronische Bleivergiftung aber zu einer Schwächung des Immunsystems. Der Körper ist dadurch angreifbarer. Die Krankheit, an der Sie meiner Meinung nach vermutlich gestorben sind, ist Tuberkulose. Als die 3 Männer in den 1980er Jahren untersucht wurden, waren ihre Lungen vollständig zerstört. Es handelte sich offenbar um einen sehr aggressiven Stamm des Erregers. Diese Männer starben in einem engen Holzschiff, in dem eine feuchtwarme Atmosphäre herrschte. Das sind beste Bedingungen für die Ausbreitung des Bakteriums. Damit erscheint mir Tuberkulose als wahrscheinlichste Ursache. Vieles bleibt Spekulation.
auch weil Franklin keine weiteren Hinweise hinterlassen hat. Die Inschriften auf den Gräbern verraten lediglich, dass diese Männer zwischen Januar und Anfang April 1846 hier auf der Beechey-Insel beerdigt wurden. Es liegt nahe, dass Franklins Crew unweit dieser Stelle überwintert hat. Als im Frühjahr 1846 die neue Segelsaison beginnt, fahren die Schiffe weiter, Richtung Südwesten, wie man heute weiß. Dort hatte Franklin eine eisfreie Durchfahrt vermutet. Eine fatale Fehleinschätzung, denn diese Route führt ihn direkt in einen dicken Eisstrom. Hier in den weiten Gewässern der Nordwestpassage geht die Suche weiter. Das Hightech-Sonar tastet einen Radius von 500 Metern ab. Große Flächen lassen sich kaum schneller absuchen und auch nicht genauer. Wären Franklins Schiffe hier untergegangen, würde man sie finden. Denn jedes Pixel steht für 3 mm Meeresboden. Das sind die Bilder des ersten Versuchs in einem der Suchgebiete. Wie man sehen kann, gibt es in diesem Areal nichts Auffälliges. Aber wir haben eine gute Ausgangsbasis. Wir wissen jetzt um die Beschaffenheit des Meeresbodens im Suchgebiet und so können wir auf der Grundlage dieser Bilder potenzielle Ziele leichter identifizieren. Eine zweite Suchmannschaft hofft auf Ergebnisse nahe einer Insel weiter südlich. Denn hier hinterließen Franklins Männer konkrete Hinweise auf den Verlauf der Expedition. Erst 1859 wurde das einmalige Dokument in einem Steinmal gefunden. Diese Notiz ist die einzige schriftliche Aufzeichnung. Ein unfassbares Dokument. Wie kann ein Stück Papier derart viel Schicksal enthalten? Es ist das wichtigste gefundene Objekt. Ohne dieses kostbare Puzzleteil wüsste man so gut wie nichts über den Verlauf der Reise. Es wird heute im Nationalen Seefahrtsmuseum in London aufbewahrt. Es war in der Marine übliche Praxis, in dieser Art Notizen zu verfassen, mit einem standardisierten Formular. Es wurde ausgefüllt und in solche Röhren als Nachricht hinterlassen. An Bord der Erebus und der Terror wurden über 200 luftdichte Kupferröhren mitgeführt, um genau solche Botschaften zu versiegeln. Das Formular ist in 6 Sprachen abgefasst. Der Kommandant konnte dann Informationen eintragen. Datum, Aufenthaltsort oder auch Mitteilungen über aktuelle Ereignisse. Aus dieser Botschaft geht hervor, dass die Expedition von der Beechey-Insel aus über 600 Kilometer Richtung Süden segelt, bevor das Meer um sie herum komplett zufriert. Und sie ab September 1846 zu einem zweiten Winter im Eis zwingt. Dennoch endet die Notiz vom Mai 1847 mit den Worten All well, alles gut. Nur ein knappes Jahr später wird die Schriftrolle aktualisiert mit neuen beunruhigenden Mitteilungen. Dann gibt es hier einen weiteren Abschnitt. Danach standen die Dinge keineswegs gut. Seltsam ist die Menge an Text, die auf die Ränder gequetscht wurde. Das lässt vermuten, dass die Männer allmählich verwirrt waren. Sie berichten über Unbedeutendes, wie das Gefäß, in das sie die Notiz gesteckt haben. Eher am Rande enthält die zweite Botschaft eine katastrophale Nachricht. John Franklin ist tot, gestorben am 11. Juni 1847. Doctor? Yes? Franklin stirbt mit 61. War er doch zu alt für diese Tortur? Waren es die Folgen einer Bleivergiftung? Erfahren wird man es vermutlich nie. Es gibt keine Hinweise auf die Todesursache. Der Verlust des Kommandanten während einer Expedition verheißt nichts Gutes, vor allem wenn sie im Niemandsland, einer feindlichen Umgebung, gestrandet ist. Ein schwerer Schlag für Franklins Mannschaft.
Und es ist nicht die einzige Horrornachricht. Auch 15 Matrosen und 9 Offiziere werden als tot gemeldet. Welche Dramen müssen sich abgespielt haben? Aus dem zweiten Abschnitt der Notiz von 1848, unterschrieben von den Kapitänen Crozier und Fitzjames, geht hervor, dass viele Männer gestorben seien, darunter unverhältnismäßig viele Offiziere. Das ist seltsam. Bis dahin waren bei Arktis-Expeditionen nie Offiziere umgekommen. Irgendetwas muss schiefgelaufen sein. Diese vielen Verluste, gerade unter den Offizieren, das ist sehr, sehr merkwürdig. Das waren junge, gesunde Männer. Warum starben sie? Der Nachtrag beschreibt, dass der vorangegangene Sommer 1847 so kalt war, dass die See nicht taute. Die Schiffe blieben festgefroren an Ort und Stelle für einen dritten Winter im Eis. Zum Nichtstun verdammt. Nur die Schiffsglocken markieren in der ständigen Dämmerung das Vergehen der Zeit. Kapitän Francis Crozier hat jetzt das Kommando übernommen. Er gilt als erfahrener Seemann, der zuvor an mehreren Arktisreisen teilgenommen hatte. Jedoch geleitet hat er sie noch nie. Wie aus einer weiteren Notiz hervorgeht, trifft er eine folgenschwere Entscheidung. Am 22. April 1848 ordnet Crozier an, die Schiffe zu verlassen. Mit 105 Überlebenden der Mannschaft. Zu Fuß Richtung Süden. Der nächste Außenposten der Zivilisation ist rund 1500 Kilometer entfernt. Das ist der rätselhafteste aller Hinweise. Er reicht geradeaus, um uns mitzuteilen, dass etwas Schreckliches geschehen sei, um uns ungefähr die Richtung zu weisen, wenn wir ihnen folgen wollen. Aber es gibt vieles, was da nicht steht. Woran sind die Männer gestorben? Wo sind die Logbücher des Schiffs? Die Angaben über die Mannschaft? Wo sind all die privaten Briefe in die Heimat, die sie in den langen Wintern bestimmt geschrieben haben? Was hat sie dazu gebracht, die Schiffe aufzugeben? Gingen sie von Bord, weil sie alle krank waren? Sie konnten noch nicht alle Vorräte aufgebraucht haben, oder etwa doch? Wir wissen es nicht. Wir stehen vor diesem verblüffenden Rätsel und jedes Mal, wenn wir einen neuen Hinweis finden, wird es nur noch rätselhafter. Es existiert kein Beweis. Wir können das Rätsel nicht lösen, was auf dem Schiff passiert ist. Ohne die Schiffe sind sie den Naturgewalten schutzlos ausgeliefert. Wenn sie Halt machen, sterben sie. Immer wieder raffen sie sich auf, um weiter zu marschieren nach Süden. Die Beiboote ziehen sie hinter sich her. Jawhaven, im Süden der King William-Insel, eine der abgelegensten Gemeinden Kanadas mit rund 1.500 Bewohnern. Als Franklins verlorene Mannschaft in der Nähe vorbeizog, existierte dieser Ort noch nicht. Trotzdem lebten hier schon Menschen, wenige Inuit, denen der Trick verzweifelter Männer aufgefallen war. Ihren Nachfahren überlieferten sie Geschichten von heruntergekommenen Gestalten. Die Suchmannschaften des 19. Jahrhunderts nahmen diese Augenzeugenberichte jedoch nicht ernst. Ein Fehler. Mündlich überlieferte Geschichte ist die Wissenschaft der Inuit. Durch sie erfahren wir, wo wir Nahrung finden oder welche Eisbedingungen im Frühjahr herrschen. Diese mündlichen Überlieferungen mussten sehr, sehr genau sein. Wenn nicht, konnte das den Tod bedeuten. Die Inuit-Jäger erzählten sogar von einem direkten Zusammentreffen mit einigen Überlebenden von Franklins Mannschaft. Einer der Männer sei hervorgetreten und habe ihnen das Inuit-Wort für Freund zugerufen. Vermutlich war es Kapitän Crozier. Durch eine seiner früheren Arktisreisen hatte er einige Begriffe der Eskimo-Sprache Inuktitut gelernt. Havuna, Fikote, Fikote.
Er fleht sie um Nahrung für sich und seine Männer an. Meshuk. Meshuk. Hey, Mesh. Doch mehr als ein wenig Seehundfleisch können die Inuit ihnen nicht geben. Sie hungern selbst. Sie hätten an der Situation nichts ändern können. Da sind vielleicht 40 oder 50 Männer und die sind halb verhungert. Das Wenige, was die Inuit hatten, wollten sie ihren Familien bringen. Was hätten sie tun sollen? So verschwanden sie, was absolut verständlich ist. Franklins Männer marschieren weiter und schleppen ihre viel zu schweren Beiboote mit, die für diesen Zweck völlig ungeeignet sind. Niemand hatte eingeplant, dass sich die Mannschaft über Land retten muss. Der Begriff Kälte bekommt dort eine ganz andere Bedeutung. Du möchtest dich am liebsten wie ein Embryo zusammenrollen. Du wirst träge und willenlos und du willst nichts anderes als in eine Ecke kriechen, wo es keinen Wind und keine Kälte gibt. Je weiter sie von ihren Schiffen entfernt waren, desto mehr leblose Körper wurden später gefunden. Am Strand, in Lagern, überall. Ein Martyrium. Bei Temperaturen um bis zu 50 Grad minus. Zu Hause in England ahnt zu diesem Zeitpunkt niemand, welche Tragödie sich im ewigen Eis abspielt. Es ist der Arktisforscher John Ray, der vom Schicksal der Franklin-Männer erfährt. 1854 erkundet er die Region um die King-William-Insel. Er trifft auf Inuit, die ihm von ihren Begegnungen erzählen und einer grausamen Entdeckung. Rays späterer Bericht sollte ganz England schockieren. 1854, die Times vom 23. Oktober. Hier ist der Bericht von John Ray in all seinen schrecklichen Einzelheiten. Die Inuit berichten ihm, dass sie 30 Leichen entdeckt hatten. Einige in einem Zelt, andere in einem umgedrehten Beiboot, unter dem die Männer Schutz gesucht hatten. Aus den Verstümmelungen der Leichen und dem Inhalt der Kessel geht hervor, dass unsere Landsleute zu einem letzten Mittel gegriffen haben. Kannibalismus, um die eigene Existenz zu verlängern. Teile von Schädeln, Arm- und Beinknochen, zerlegte Gerippe, Finger, von denen das Fleisch entfernt wurde. Das zeugt von Verzweiflung. Was John Ray berichtet, ist ganz und gar entsetzlich. Die schrecklichste aller Nachrichten ist bestätigt. Offenbar hat keiner überlebt. Und sie starben in einer Situation der Verzweiflung. Eine grauenvolle Wahrheit, mit der die viktorianische Gesellschaft konfrontiert wird. Denn heldenhafte Seefahrer essen einander nicht auf. Man kann sich vorstellen, dass Lady Franklin fassungslos war. Das war nicht das, was sie hören wollte. Klar, dass die viktorianische Gesellschaft davon nichts wissen wollte. So erfanden sie eine andere Franklin-Geschichte. Die wichtigste literarische Persönlichkeit dieser Zeit, der Schriftsteller Charles Dickens, drückte aus, was die britische Gesellschaft wirklich hören wollte. Die Berichte der Inuit waren für ihn nur das Gebrabbel einer Handvoll ekelhafter Barbaren, die im Blut- und Walfischfett zu Hause sind. Doch die Inuit hatten recht. Forensische Studien aus Kanada und England, zuletzt 2015, bestätigen ihre Berichte. Über 400 Knochen der Mannschaft wurden gefunden. Bei einem Viertel waren Schnittspuren wie diese.
Für die Wissenschaftler ein Beweis, dass das Fleisch mit Stahlklingen von den Knochen geschnitten wurde. Es ist das grauenvolle Ende einer Expedition, die an einer fatalen Fehleinschätzung zugrunde ging. Dem Glauben an die Überlegenheit des Europäers und seiner Technik über die Natur. Um zu verstehen, wie es zu diesem Drama im Eis kam, könnte ein Auffinden der verlorenen Schiffe erheblich beitragen. Auch hier sind die Augenzeugenberichte der Inuit von hohem Wert. Sie wollen beobachtet haben, dass nur eines der beiden Schiffe untergegangen war. Das andere wurde 100 Seemeilen weiter südlich gesichtet, wie es durch das Eis trieb. Inuit berichteten damals, dass ihnen ein solches Schiff an einer Stelle vor der Küste des kanadischen Festlands aufgefallen war. Eine heiße Spur für die Mannschaft, die sich 2014 zur größten Suche nach Franklins Schiffen aufmacht. Neben der bislang erfolglosen Fahndung einige hundert Kilometer weiter nördlich erhoffen sich die Wissenschaftler hier endlich mehr Erfolg. Auch soll wieder Sonartechnik eingesetzt werden. Die Gewässer sind flach. Der Einsatz eines solchen Schleppsonars erscheint geeigneter. Es soll Schallwellen unterschiedlicher Frequenz ins Wasser aussenden. Zu beiden Seiten des Spürgeräts können jeweils 100 Meter erfasst und an Ort und Stelle ausgewertet werden. Früher suchten wir nach Wracks, indem wir Taucher hinunterschickten. Heute sind wir in der Lage, einen Bereich von 200 Metern Breite abzusuchen, ohne dass jemand dazu ins Wasser muss. Es gibt dadurch keine zeitliche Begrenzung, da sich niemand unterkühlen kann. Wir können den Meeresboden heute 20 bis 100 Mal schneller absuchen als je zuvor. Unterstützt wird die Expedition auch von der kanadischen Küstenwache. Bei einer routinemäßigen Suche am nahegelegenen Strand ist es ein Pilot, dem etwas Ungewöhnliches auffällt. Ich lief so am Strand entlang und bemerkte plötzlich etwas seitlich hinter einem Felsen. Ich schaute mir das genauer an. Da hatte ich noch keine Ahnung, was es war. Ein ungewöhnlicher Gegenstand. Ich zeigte ihn einem der Archäologen. Er sagte, hey, toller Fund. Es ist ein bahnbrechender Fund. Den Archäologen der Expedition ist sofort klar, dass dieses Artefakt von Franklins Schiffen stammen muss. Denn an der Stirnseite des Eisenstücks sind Pfeile eingraviert, wie sie die königlich-britische Marine verwendete. In Franklins Schiffsplänen ist es eingezeichnet, als Stütze eines sogenannten David, eines Ladebaums. Wir hofften, bei all diesen Suchaktionen etwas zu finden, das uns die richtige Richtung weist. Und genau das ist passiert. Dieses Fundstück hat uns in ein bestimmtes Gebiet geführt. Mit ihrem Eisbrecher macht sich die Suchmannschaft sofort auf den Weg. Denn das Fundstück tauchte in unmittelbarer Nähe der Stelle auf, an der die Inuit eines von Franklins Schiffen gesehen haben wollen. Ein weiterer Beweis für den Wahrheitsgehalt ihrer Berichte. Die Fahnder wissen jetzt, wo sie suchen müssen. Am Seil hängt wieder das Schleppsonargerät. Wir haben beide auf den Bildschirm geschaut. Und da war es. Es war eindeutig der Umriss eines Schiffswracks. Kein Zweifel, was es war. Ich begann, den Bildausschnitt herunterzuscrollen. Es war gerade mal halb auf dem Monitor. Da wurde uns klar, was wir sahen. Ich sagte, das ist es. Das ist es. Als ich sah, wie sich das Bild von dem Schiff abzeichnete, hat es mich buchstäblich umgehauen. Oh my
Oh mein Gott, wir haben einen Schatz gefunden, voller Informationen, und wir öffnen hier ein Fenster direkt in die Geschichte. Franklins Schiff. Für die Wissenschaftler geht ein Traum in Erfüllung. Das ist ein großartiger Augenblick. Seit mehr als 160 Jahren haben wir nach Franklins Expedition gesucht. Viele Jahre der Suche, ein enormer finanzieller und technischer Aufwand, scheinen sich gelohnt zu haben. Aus dem Blickwinkel Kanadas hat der Fund auch eine politische Bedeutung. Er soll die Ansprüche des Landes auf die Polarregion untermauern. Auch ein Grund, weshalb die kanadische Regierung das aufwendige Vorhaben mitfinanziert hat. Und seit es durch den Klimawandel immer attraktiver wird, in der Arktis Rohstoffe abzubauen, treten immer mehr Nationen auf den Plan. Doch für die Unterwasserarchäologen zählt in diesem Moment etwas ganz anderes. Das Wrack liegt fast zum Greifen nah. Nur 11 Meter unter der Wasseroberfläche. Endlich können sie mit eigenen Augen sehen, wonach unzählige Suchexpeditionen mehr als 1,5 Jahrhunderte lang gefahndet haben. Nach den Beschreibungen kann es nur ein Schiff Franklins sein. Die Frage ist nun, welches? Die Erebus oder die Terror? Und was verbirgt sich in seinem Inneren? Vielleicht Hinweise, die endlich erklären, warum so viele starben und warum der Rest der Mannschaft das Schiff verließ. Auf jeden Fall gibt dieser Fund dem Mythos von Franklins Expedition neue Nahrung. Für die Wissenschaft ist die Entdeckung des Wracks ein Jahrhundertfund. Das Jahr, in dem Franklin die Segel setzte, ist auf der Schiffsglocke eingeprägt. 1845. Heute war ein ganz außerordentlicher Tag. Ich habe so etwas in meiner Karriere noch nie erlebt und werde so etwas wohl auch nie wieder erleben. Dieses Wrack ist das Ungewöhnlichste, was ich je gesehen habe. Es ist der Traum jedes Unterwasserarchäologen. Der exakte Fundort des Wracks soll zunächst geheim bleiben, um Trophäenjäger fernzuhalten. Geborgen wird an diesem Tag nur die Schiffsglocke. In diesem Labor in Ottawa wird eine digitale Kopie von ihr erstellt, die nie zerfallen wird. Auch das gesamte Schiff wird gescannt. Die Vorlage für ein dreidimensionales Modell. Anhand der Abmessungen und der Originalschiffspläne steht fest, es ist die Erebus, Franklins 33 Meter langes Flaggschiff. Ursprünglich wurde angenommen, beide Schiffe wurden vor der King William-Insel zurückgelassen. Der Fund bestätigt nun die Aussagen der Inuit, dass eines der beiden Schiffe fast 200 Kilometer weiter nach Süden gelangte. Eine Tatsache bereitet den Wissenschaftlern in Kanada jedoch Kopfzerbrechen. Uns ist nicht klar, wie das Schiff durch dieses Gewirr von Inseln und Untiefen in diesen geschützten Bereich kommen konnte. Dort, wo wir es gefunden haben. Möglicherweise ist die Erebus mit dem südwärts strömenden Eis dorthin gedriftet. Doch es gibt eine andere, weitaus plausiblere Erklärung. Als das Schiff von den Inuit gesichtet wurde, war es offenbar bewohnt. Rauch sei aufgestiegen und eine Gangway habe an der Bordwand gestanden. Möglicherweise folgte nur ein Teil der Mannschaft ihrem Kapitän James Crozier. Und die anderen waren zum Schiff zurückgekehrt. Was sie dazu bewegt haben mag und wie sie in ihrer Lage überhaupt fähig waren, ein Schiff durch das Treibeis zu manövrieren, gehört zu den vielen offenen Fragen. Ironie des Schicksals?
Diese Männer hatten am Ende Franklins ehrgeiziges Ziel seiner Reise erreicht. Diese Männer, die letzten Überlebenden, bevor die Flamme verlosch, diese Männer haben tatsächlich das letzte Stück des Wegs durch die Nordwestpassage gefunden. Aber in diesem Moment hatten sie daran sicher nicht gedacht und ganz andere Sorgen. Da ging es nicht um Ruhm und Rekorde, sondern nur darum, den nächsten Tag zu erleben. Im Nationalen Seefahrtsmuseum in London werden Gegenstände aufbewahrt, die noch mehr erzählen. Für die Finder der Erebus wichtige Indizien. Dies hier hat eine Stahlklinge, die mit Leder einer Geweihstange verbunden ist. Die Klinge wurde von den Inuit weiterverwendet. Möglicherweise ein Bajonett von einem der Schiffe. Außerdem haben wir diesen Pfeil mit einer Kupferspitze. Da wird es spannend. Ich meine, diese Objekte erzählen eine Geschichte. Wir können sie aus ganz verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und dies eröffnet uns vollkommen neue Felder der Forschung. Ja, wir haben über 1000 Objekte, die die Forscher von der King William Insel und der Umgebung mitgebracht haben. Viele der Relikte wurden von den Suchmannschaften gefunden, andere von den Inuit später übergeben. Wie sie berichten, hatten sie sich erst auf das Schiff gewagt, als kein Lebenszeichen mehr zu sehen war. Zwischen Toten suchten sie nach Gegenständen aus Metall, die sie weiterverarbeiten konnten. Wissenschaftler vermuten, dass sie Schiffspapiere, die nie gefunden wurden, ihren Kindern zum Spielen gaben. Es bleibt die Frage, was aus den letzten Überlebenden der Erebus wurde. Wahrscheinlich haben auch sie irgendwann das Schiff verlassen. Vermutlich im Winter 1848-49. Inuit wollen in der Nähe des Wracks die Fußspuren weißer Männer gesehen haben. Auf dem Weg Richtung Süden. Den Ruhm, die Nordwestpassage als erster vollständig durchquert zu haben, erntete übrigens Roald Amundsen. Fast 60 Jahre nach Franklins verschollener Expedition. Thank you.